Gott, tut's weh? Das sieht ja echt schlimm aus, hey. Ja, geht schon. Ist zum Glück nur ein Streifschuss. Du hast echt nochmal Schwein gehabt, hey. Aber weißt du was? Hier findet dich keiner. Kannst du sicher sein. Mach dir keine Gedanken. Oh, Entschuldigung. Krankenschwesternummer. Raus hier! Verpiss dich, verdammte Scheiße. Entschuldigung. Macht ja nichts. Gerichtstermine. Nichts. Ach, das ist ja interessant. Ja, hast doch zu den Visitenkarten. Nee, ne? Tja. Unser Oberstaatsanwalt stand wohl auf die härtere Gangart. Das gibt's doch nicht. Und die Fotos hatte er bei sich im Büro versteckt? In der letzten Ecke. Dann hat er unter Zwang gehandelt. Gerrit, der wurde hundertprozentig mit diesen Fotos erpresst. Irgendjemand hatte ihn in der Hand. Ja, und dieser jemand hat es auf Kurt Fock abgesehen. Und auf Michael. Aber wer? Ja, lass uns doch mal überlegen. Also der Oberstaatsanwalt hat Michael verpflichtet, Kurt Fock zu beschützen. Unter strengster Geheimhaltung. Ja. Und anscheinend war der Plan von Anfang an, dass Michael letztendlich als der Mörder von Fock dastehen soll. Ja. Hier, guck mal. Zeig. Oberkommissar Michael N. wird wegen Mordes an der Ehefrau eines bekannten Bauunternehmers sowie an Oberstaatsanwalt Axel Wehrmann gesucht. Doch an diese Presse. Unterdrückte Nummer. Hallo? Ja, ich bin's. Ich rufe von dem Handy einer Bekannten an. Gibt's irgendwas Neues? Michael, ein Glück. Ja, das kann man wohl sagen. Von wegen auf Empfehlung von Sevarion Kiketaze. Anscheinend wurde der Wehrmann erpresst und deshalb hat er dich da auch wohl mit reingezogen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in so einem Club. Blue Moon heißt der. Warte mal kurz. Nein, bitte. Zeitung. Mal hier. Die Presse. Ja, haben wir auch schon gelesen. Du, den Typen kenne ich. Warte noch mal eben. Du kennst den Typen? Ja, was heißt kennen? Aber der war schon ein paar Mal hier mit so einem reichen Schnösel. Was denn für ein Schnösel? Kannst du den beschreiben? Ja, so etwa meine Größe, so leichte graue Haare und so buschige Augenbrauen. Hast du das gehört, Alex? Das könnte die Beschreibung von Kurt Fock sein. Ja, ich habe das mitgehört. Die Jungs kommen sofort zu dir mit einem Foto von dem Fock. Vielen Dank. Schmeckt ja sogar. Ja. Du willst mich doch nicht hier vor Zeugen erschießen, oder? Du willst mich doch nicht hier vor Zeugen erschießen, oder? Das wäre unschön. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Spaziergang. Erstmal unauffällig raus hier. Na, schon fertig mit dem Kaffee? Ich muss mal kurz raus, okay? Aber erst noch ein Schluck Bier. Ich darf da mal, ja? Danke. Was soll die Scheiße? Schon mal was von Anklopfen gehört? Haben wir doch. Ihr seid bestimmt die Kollegen. Ja. Wie jetzt? Hi. Ärzte? Ich bin gleich wieder bei dir, okay? Wir sind von der Kriminalpolizei. Würden Sie bitte das Zimmer verlassen? Hallo, ich hab bezahlt. Bitte, Sie können nachher weiterspielen. Also, wo ist er? Ja, unten. Nein, die Dame unten an der Bar hat gesagt, er ist hier oben bei Ihnen. Unten gab's so eine Schlägerei, aber unser Kollege ist nicht unten. Ja, aber er muss unten sein, und dann weiß ich's auch nicht. Okay, wie auch immer. Ist das der Mann hier? Ja, das ist der Mann. Das ist der Kumpel von dem Typen aus der Zeitung. Wie, Michael war nicht mehr im Blue Moon? Wo ist er denn? Alex, hör zu. Die Prostituierte hat Kurt Fock auf dem Foto wiedererkannt. Sie hat bestätigt, dass er und der Oberstaatsanwalt öfter dort waren. Tja, dann kannte Fock mit Sicherheit auch die sexuellen Vorlieben des Staatsanwalts. Dann könnte er ihn damit natürlich auch erpresst haben. Warum sollte er sich selbst erschießen lassen?
Und warum soll Michael als Sündenbock für die ganzen Sachen gerade stehen? Hier ist ein Herr Lichter für euch. Ja. Hallo zusammen. Ich muss Ihnen da noch etwas mitteilen. Ja, bitteschön, nehmen Dankeschön. Sie Platz. Also, ich war inzwischen zu Hause an meinem Briefkasten und da war auch ein Brief von Sonja dabei. Beziehungsweise von Frau Fock. Den muss sie mir geschrieben haben, bevor sie erschossen wurde. Ja, ich muss Ihnen gestehen, ich hatte ein Verhältnis mit ihr. Sogar mehr als das. Sie wollte ihren Mann für mich verlassen. Aber in dem Brief schreibt sie, dass er dahinter gekommen ist. Hinter ihrer Affäre? Nein, nicht konkret, nur dass sie mit dem Gedanken spielt, sich scheiden zu lassen. Was stand noch im Brief? Dass sie jetzt totale Angst hat, sich scheiden zu lassen. Und dass eine Scheidung ihren Mann ruinieren würde. Ich kann Ihnen sagen, der lässt niemanden einfach so gehen. Moment mal. Wollen Sie uns damit sagen, dass Frau Fock gezielt getötet wurde? Herr Lichter, könnten Sie kurz draußen warten? Ja, klar. Leute, als der Schuss fiel, hat Fock seine Mappe fallen lassen. Er hat sich danach gebückt. Ja. Das hat er absichtlich gemacht. Das war gar kein Fehlschuss. Ja. Aber es sollte aussehen wie ein Anschlag auf Kurt Fock. Ja. Und natürlich ist der erste Mordversuch misslungen. Der Schütze hat absichtlich daneben geschossen. Ja, um glaubwürdiger zu machen, dass Fock in Gefahr ist. Und beim zweiten Mal wurde seine Frau getötet. Und Michael soll jetzt als Täter dastehen. Ja. Dann macht auch Sinn, warum Kurt Fock hinter der Erpressung steckt. Er ist seine Frau los. Lenkt von sich ab. Und hat einen Sündenbock. Aber warum Michael? Rieskelf? Oh, Michael, es gibt Neuigkeiten. Wie, der Personenschützer war im Blue Moon. Woher wusste der denn, dass du da bist? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ich check das mal. Ja, wir telefonieren in einer Stunde. Ciao. Was? Michael. Rietz? Ja, hi, ich bin's. Michael, Gott sei Dank meldest du dich wieder. Bist du in Ordnung? Ja, soweit alles okay. Ich habe nur ein Problem. Ich bin total pleite und brauche Bares. Und es ist mir zu gefährlich, zum Automaten zu gehen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin in dem Hochhaus, aus dem geschossen wurde. Ich vermute mich doch keiner. Okay, dann bringen wir dir Geld. Das dauert aber noch ein bisschen. Wir sind dann so in einer Dreiviertelstunde da. Ja, alles klar. Ich warte hier auf euch. Ich bin im Erdgeschoss, ja? Alles klar, bis gleich. Na, Kollege? Na? Hatte der Gorilla im Blue Moon eine verpasst? Halb so wild. Hätte es nicht gedacht, dass wir uns da so schnell wiedersehen. Ganz so doof bin ich ja auch nicht. Ja, ich aber auch nicht. Ihr habt Frau Fock ermordet. Und Oberstaatsanwalt Wehrmann, den hatte die übrigens in der Hand. Damit er mich für den Einsatz verpflichtet und ich später als Täter da stehe. Sehr schön. Sehr schön aber auch, dass du das nicht mehr erzählen wirst. Denn du wirst von der Bildfläche verschwinden. Und als Mörder von Frau Fock und Herrn Wehrmann in den Akten vergeben. Tja, schauen wir mal, oder? Aber eine Frage habe ich noch. Warum gerade ich? Denk doch mal scharf nach. Fock. 5 Jahre zurück. Fock. Fock. Tobias Fock? Ja, der Groschenfeld. Du hast den Bruder von Herrn Fock unschuldig ins Gefängnis gebracht. Das hat der Richter aber ganz anders gesehen. Ich habe den Mann nur festgenommen. Das war meine Aufgabe. Eben. Doch deine Zeugenaussage hat er lebenslänglich bekommen. Und vor 2 Monaten hat er sich im Gefängnis das Leben genommen. Und dafür will sich Herr Fock revanchieren. Daraus wird wohl nichts. Los, die Waffe auf den Boden! Runter damit her! Das ist ganz einfach. Als sie bei uns im Büro waren, als wir sie befragt haben, musste ich kurz raus. Ich hatte mein Handy auf dem Schreibtisch liegen lassen. Sie haben darin eine Wanze eingebaut. Das war die einzige Möglichkeit, woher sie wissen konnten, dass unser Kollege im Blue Moon war. Wir hatten ihnen eine kleine Falle gestellt. Tja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem Auftraggeber? Wo ist Kurt Fock? Wenn ich es Ihnen sage, wird es mir positiv vor Gericht ausgelegt? Also, wenn Sie als Zeuge aussagen, möglicherweise schon, ja. Okay. Die Waffe runter!
mit der Waffe! Und die Hände hoch! Legen Sie die Waffe runter! Hoch. Los! Sofort! Ja, Ritz vom K11. Wir brauchen hier am Einsatzort sofort zwei Notärzte. Vergiss es. Wir brauchen zwei Leichenwagen und das ganze Programm. Okay. Oh Mann. Und jetzt? Tja, jetzt warten wir auf die Kollegen. Und dann fahren wir zu deinem Vater, oder? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na klar, versprochen ist versprochen. Und dein Naseband hält immer sein Wort.